ungefähr dreimal die Woche ist normal, in einer Beziehung Sex zu haben. Mehrmals wöchentlich vielleicht? Ja, ich schließe mich da einfach mal an. Nicht, dass ich was Falsches sage. Ich bin seit 2 Jahren in einer Beziehung und wir haben durchschnittlich 3 bis 4 Mal im Monat Sex. Bis jetzt hatte ich nur eine Beziehung und da hatte ich sehr selten Sex. Und da muss ich immer drum kämpfen. So einmal im Monat wäre zu wenig. Ja, sehe ich auch so. Das empfehle ich keinen. Vielleicht für Kuschelliebhaber, die nur einmal im Monat brauchen. Aber für temperamentvolle, dominante Männer, die viel Sex brauchen, kann sowas echt schädigend sein in einer Beziehung. Ja, Liebe ohne Sex wäre für mich eher so, wäre wie eine Geschwisterliebe. Ich denke, sexuelle Erfahrungen sind schon wichtig, um Sex zu haben, mit dem man irgendwie auch zufrieden sein kann. Wenn man sagt, oh, ich habe immer nur Blümchensex, dann ist es auch irgendwann langweilig. Ich meine, irgendwann fragt man sich auch, kommt da noch was? Kann mich noch irgendwas erwarten? Ungehemmter Sex in der Umkleide oder in der Sauna? Für einen Mann würde ich sagen, ist 0815 Sex besser als keiner. Für eine Frau wahrscheinlich nicht. Für guten Sex müsste man verschiedene Typen von Frauen kennenlernen, um halt mehr Erfahrung zu machen. Wie ist die drauf? Vielleicht aus anderen Nationen, aus anderen Ländern. Da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht. Die sind ganz anders als hier in Deutschland. Und da sollte man international einfach tätig sein. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Und zwar entweder hier oder hier. Oder da. Dein erstes Mal. Dein erster Orgasmus. Lieblingsstelle. Sexspielzeug. Wie viel Sexpartner?